Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable. Und falls wir uns noch nicht gehört haben, dann noch einmal frohe... Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable. Und falls wir uns noch nicht gehört haben, auch nochmal frohe Ostern von mir an euch. Heute zeige ich euch eine Variante, wie ihr bei Steve in diesen Stall hier reinkommt. Natürlich kommt ihr da nicht direkt rein, sondern eigentlich steht ihr dann so ein bisschen im Haus drin. Dafür müsst ihr nichts anderes machen, als ein wenig Schwung holen und hier vorne gegen die Wand springen. Ich zeige euch das mal. Ihr nehmt einfach ein bisschen Schwung und dann... Ja, gut. Ihr müsst einfach nur ein wenig Schwung holen und dann hier dagegen springen und schon seht ihr schon quasi die Lücke in der Wand. Also so ein bisschen dieses Geglitsche. Das müsst ihr versuchen und das kann sich ein wenig ziehen, weil es nicht so genau ist. Ihr müsst im Endeffekt hier so dagegen springen. Das ist sozusagen der Plan, den ihr machen müsst. So, und damit glitscht ihr und ihr seht gerade, wie ihr wegglitscht. Und das Ziel ist es dabei, ins Haus rein zu glitschen, quasi so hier und bam, schon sind wir im Haus drinnen. Was könnt ihr jetzt tun? Ihr könnt gar nichts tun hier drin. Das Einzige, was ihr machen könnt, ihr könnt hier Leute ausspionieren, denn man sieht euch von außen überhaupt nicht. Es gibt ein paar Stellen in Star Stable, wo ihr genau das hier erzeugen könnt, wo ihr im Endeffekt in Häuser etc. rein könnt, wo Star Stable so ein bisschen die Hitbox nicht ganz so dick gemacht hat. Und das zeige ich euch jetzt. Wie könnt ihr hier wieder rausgehen? Hier könnt ihr nur noch rauskommen, wenn ihr euch abholen lasst. Anders geht es hier nicht wieder raus. Wo habt ihr noch andere Möglichkeiten, wo das hier im Übrigen funktioniert? Ich zeige euch jetzt ein paar davon. Und unter anderem gibt es da in Feargrove zum Beispiel eine Möglichkeit, die es aber auch schon übrigens sehr, sehr lange gibt. Also es gibt da ein paar Stellen, das ist auch, glaube ich, wird es nie großartig gefixt werden, weil es jetzt auch nicht wirklich mega schlimm ist oder so. Deswegen vermute ich, dass diese Sachen auch, bis man irgendwie mal ein optisches Update von den Gebieten macht, diese Sachen immer wieder im Spiel drinnen bleiben werden. Und wie könnt ihr hier in Feargrove das Ganze machen? In Feargrove ist es so, da könnt ihr nämlich in dieses eine Gebäude hier reinspringen. Dafür müsst ihr im Endeffekt ganz einfach hinter das Gebäude. So. Und dann seht ihr nämlich hier diesen Hobel da. Seht ihr den hier? Ungefähr hier so. Und dann ist nämlich hier keine Hitbox. Hier ist einfach gar nichts. Das zeige ich euch jetzt. Ihr könnt nämlich einfach... Hep. Tada. Und schon seid ihr drin. Denn Star Stable hat hier oben nämlich, warum auch immer, ein bisschen an der Hitbox gespart. Im Umkehrschluss... Hier ist es übrigens auch so. Hier könnt ihr einfach rausgucken. Denn die Hitbox vom Dach ist anscheinend nicht vorhanden. Also es scheint so, als hätte Star Stable hier ein bisschen sehr von den Hitboxen gespart. Denn das ganze Dach hat keine Hitbox. Überhaupt nicht. Nur das Haus unten. Ich glaube sogar, dass hier jedes Dach keine Hitbox hat. Also man könnte theoretisch, wenn man sich gescheit anstellt, hier in so gut wie jedes Haus springen. Ja, das ist ein wenig wild, aber gut. Die älteste Sache von den Sachen ist vermutlich aber im Moorland vorhanden. Denn im Moorland konntet ihr das schon eine ganze Weile machen. Es ist nicht hundertprozentig so richtig leicht zu treffen. Ist aber doch irgendwie ganz lustig, weil man kann halt da doch schon ein bisschen Blödsinn mitmachen. Gerade wenn man Verstecken spielt. Aber ja, das ist nämlich hier bei unserem guten Konrad. Denn der hat nämlich auch ein wenig Probleme mit seinem Dach. Denn sein Dach hat nämlich auch keine Hitbox. Zumindest nicht so richtig. Dafür müsst ihr einfach nur einmal hier außen rum. Happy Bap. Und dann müsst ihr im Endeffekt nichts anderes machen, als hier auf das Haus zu springen. Und hepp, schon seid ihr mittendrin. Hier liegt übrigens, warum auch immer, so ein komischer Edelstein. Wir haben uns schon immer gefragt, warum der hier liegt. Keine Ahnung, was das sein soll. Vielleicht hat er hier ein Drachenei.
was er hier irgendwie in seinem kleinen Häuschen pflegt. Ihr könnt hier übrigens auch nicht mehr rauskommen, also im ganzen Gegensatz zu den Dächern hat das hier unten alles eine Hitbox und ihr kommt hier wirklich nur noch mit dem Abholservice raus. Also das sind so diese Stellen. Ich finde, dass die am schwersten zu treffende bei Steve wirklich ist, weil bei Steve, ja, wie soll man sagen, bei Steve ist halt das Problem, dass ihr da in den genauen Winkel kommen müsst. Also ihr müsst da im Endeffekt, wie ihr es bei mir so gesehen habt, recht geradlinig drauf und aber dann springen, um so ein bisschen so einen Glitch auszulösen. Also das ist nicht ganz so einfach. Die anderen Sachen sind einfacher. Gibt da bestimmt auch noch ein paar weitere Stellen. Die fand ich immer nur am coolsten. Auch vor allem Steve finde ich halt sehr lustig, weil ihr damit komplett andere Leute stalken könnt, ohne dass man euch irgendwie sehen kann, außer man geht da selber nochmal rein. Also ist aber meiner Meinung nach auch am schwersten zu treffen, weil ihr halt wirklich durch eine massive Wand versuchen müsst, durchzukommen. Und das seht ihr ja selber, dass es nicht immer so hundertprozentig funktioniert. Also wirklich einfach gucken, Anlauf, dagegen springen und dann halt einfach hoffen, dass ihr da dann ein wenig abbaut. Ihr seht es selber, also es ist nicht immer so ein hundertprozentiges Ding. Und gerade hier so seht ihr auch, dass das sogar alles hier glitchy ist. Selbst die Rampe ist glitchy. Also ihr müsst gucken, dass ihr so ein bisschen schräg drauf zukommt, springt und dann so ein bisschen guckt, dass ihr mit dem Glitchen nach vorne kommt. Habt ihr ja gerade gesehen, dass ich da zur Seite geglitscht bin. Also ist nicht immer das, was wirklich leicht ist. Aber ihr seht es selber, also man glitscht so ein bisschen durch. Und muss es halt probieren, dass man da dann eben wirklich genau nach vorne glitzt. Deswegen muss man so ein bisschen schräg so springen. Und ja, geht eben nicht immer. Aber ihr habt es vorhin gesehen, also wie es ungefähr funktioniert. Nehmt das so ein bisschen Anlauf, geht schräg drauf zu und springt dann. Und dann müsst ihr halt einfach hoffen, dass ihr eben nach vorne glitscht. Geht eigentlich recht einfach. Ist halt so ein bisschen Glück mit dabei, dass ihr halt wirklich gerade in diese Richtung nach vorne glitscht und eben nicht wie ich jetzt hier die ganze Zeit nach unten oder zur Seite. Aber ansonsten ist es eigentlich vom Ausführungsmäßigen her ist es super simpel. Wirklich einfach so ein bisschen schräg anreiten und dann gucken, dass man eben nach vorne glitscht. Das ist das ganze Ding. Ich hoffe, dass ich euch damit ein wenig weiterhelfen konnte. Wenn ihr mal so nach euch gefragt habt, wie das funktioniert. So, genau, jetzt habt ihr es gerade gesehen. Geht so ein bisschen mit Wucht gegen diese ganze Sache an und dann seid ihr im Stall von Steve drin. Ist ein wenig lustig, so das von innen zu sehen, weil man sieht, dass hier eigentlich alles komplett hohl ist. Wobei nicht ganz. Wir haben die Treppe, diese Rampe, die ein bisschen reingeht. Da seht ihr eigentlich mal, dass hier in den Häusern von SSO gar nichts drin ist. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Bin gespannt, ob ihr das Ganze schon wusstet, ob ihr vielleicht noch andere Bereiche kennt, wo man sich rein glitschen kann. Und da wünsche ich euch auf jeden Fall nochmal frohe Ostern. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.